Meine Damen und Herren, wenn Sie morgen den Adventskranz abbauen und am Freitag den Weihnachtsbaum aufbauen, dann graben Sie vielleicht auch gläsernen Baumschmuck hervor. Und da kann es sein, er stammt von der Familie Haberland in Lauscha in Thüringen, wo man seit über 400 Jahren vor der Lampe sitzt und Glas bläst. Ein seltenes Handwerk, das aber wieder im Aufbruch ist hierzulande. Geräusch ist unsere Glasbläserflamme. Um das Glas weiß zu machen, braucht man Gas, jetzt Erdgas. Früher hat man unser, wie haben Sie das geheißen, sagen wir, Leitungsgas, ne? Ein Kohlenoxidgas, jetzt ist Erdgas. Dazu kommt Pressluft bzw. Sauerstoff und da gibt es eine Stichflamme. Deshalb heißt auch unser Beruf Glasbläserei vor der Flamme. Und dieses Geräusch, das hier entsteht, bringt dann zusammen eine Temperatur von ungefähr 800 bis 1000 Grad. Und dieses Geräusch ist früher, wie er noch in jedem Haus geblasen wurde, zu hören gewesen. Unsere alten Glasbläser haben immer gesagt, lass die Flamme rauschen und halt sie auf einen Ton, je besser kannst du dann singen und Musik machen. Ob es wahr ist, weiß ich nicht. Glas ist ja eine ganz spröde Sache und man kann es nur schmelzen bei 12, 1500 Grad, wo wir aus der Glashütte dann die Stäbe und Röhren kriegen. Und dieses Glas so zu erwärmen, an der richtigen Stelle, mit der richtigen Temperatur, mit dem richtigen Zug, mit dem richtigen Hauch, das ist technische Sache, die muss natürlich gelernt werden. Aber die Auffassung für das Tier, für die Form, das ist eben das Geheimnis, das man sich suchen muss. Und hier in Lauscha ist das Gefühl für Glas, also wenn man sagt Glaskunst oder gewerbliches Glas, geblieben. Glas, davon muss ich leben, das gestalte ich. Das ist eine Offenbarung für mich. Halleluja. Angefangen hat es damit, dass ich nach der Wende mehr oder weniger meine Arbeit verloren habe oder keine Zukunft mehr darin gesehen habe. Und von meiner Mutter her kam eigentlich der Ansporn, sie hat gesagt, dein Großvater hat früher Vögel aufgeblasen, also Christbaumschmuckvögel. Schau doch mal im Schuppen nach, da müssten noch die alten Formen liegen. Und bin runtergegangen und da haben wir einfach angefangen. Ich brauche eine Formzange. Die Rohlinge legt man dann erstmal auf den Vorwärmer. Vom Vorwärmer kommen die dann runter,
nimmt man sie jeweils runter in die, und erhitzt sie in der Flamme. Ja, und dann, wenn das Glas heiß genug ist, legt man sie in die Flamme ein. Die Zange geht zu, man bläst rein. Naja, und dann holt man es wieder raus, macht die letzten Arbeitsschritte, macht das Schnäbelchen ran. Oder wenn es eine Vorabsache ist, also Weihnachtsmann oder irgendeine andere Geschichte, macht man die Handhabe auf und steckt es auf. Dann ist meine Mutter dran, dann versilbert sie. Ja, die Formen, die sind vielfältig, also mehr ins, wie sagt man, es ist mehr zu sehen, nicht so glatt, es ist mehr, Konturen sind besser zu sehen. Also es sind welche dabei, die stammen nicht nur von meinem Großvater, sondern noch von meinem Urgroßvater. Das ist schon um 18 Jahre, also 1904, 1906. Die meisten davon stammen von der Zeit. Wurden auch welche nachgemacht von meinem Vater, die wurden früher hier in Lauschau gemacht. Und auf dem Markt merkt man es jetzt auch. Also ja. Es kommen Leute vorbei, ältere Leute besonders, und die schauen sich die Sachen an und sagen, guck mal, das sind wirklich noch alte Formen. Die sehen das, also weil mehr Konturen, wollen wir sagen, oder sind mehr Einzelheiten an den alten Formen. Es kommen jetzt schon viele einzelne Leute zu uns und fragen, ob wir alte Bestände hätten und alte Formen, und die Holz, das sind Sammler. Hans Brüger haben die Leute, das gibt es gar nicht, gibt es nicht einmal einen Dreitag, der Rüsselpferd. Der ist ein Fundskerl. Man kann so hin, wenn man eine Frage hatte, besonders damals, wie ich noch Tiere und Vasen gemacht habe, wenn da eine Unklarheit war oder was, wie man das Glas ansetzt oder die Proportion von jedem an Tier, da kann man einem schon Tipps geben. Ne? Und er weiß eben zu jedem Ding eine Geschichte aus Lauschau, das ist halt ein Urvieh. Durch den Druck von innen hält sich das Glas, aber somit wie es mechanisch zerstört wird oder angegriffen wird, fällt es sich in sich zusammen. Ähnlich wie beim Luftballon. Ja, das sind Aufnahmen in der Glashütte. Schon 1597 hier in Lauschau die Glashütte gegründet worden. Nur hat man da in der Glashütte eben nur am Ofen gearbeitet, mit der Glasmacherpfeife. So werden noch heute die handgefertigten, die echten Glaskugeln hergestellt. Das übrigens sind meine zwei Onkels Anton und Bruno, die hier in dieser Werkstatt schon Christbaumschmuck hergestellt haben. Der Vater meistens aufgeblasen, also die Glaskugeln hergestellt, während die Mutter das dann versilbert, verspiegelt, bemalt hat. Die Kinder mussten abschneiden, so ist früher gearbeitet worden. Das ist die Glasmalerei, das ist auch, da ist noch meine Mutter drauf und meine Tanten, die Malerei hier auf den Kugeln, den Reflexkugeln machen. Und wenn die Arbeit dann, diese Pösselei und das alles wie war, hat sich der Lauschauer immer wieder zum Gesang und zur Musik hingezogen gefühlt. Um den Beruf in Lauschau, die Glasbläserei, zur Geltung zu bringen, hat unsere Stadt, die Glasbläserstadt Lauschau, zwei Feste eingerichtet. Das erste Mal der Glasmarkt und dann der Kugelmarkt. Und das ist die hohe Zeit des Christbaumschmucks. Und fast jeder Glasbläser, jetzt Christbaumschmuckmacher, stellt da seine Ware aus. In jeder Bude glitzert, flimmert es, die Farben von den Kugeln. Also es ist eine Pracht.
Natürlich ist es wesentlich leichter, in aller Ruhe, in aller Stille, in der eigenen Werkstatt vor keinem Publikum zu arbeiten. Die größeren Sachen, komplizierten Sachen, die kann ich natürlich hier auch nicht vorführen, aber wir möchten dennoch unseren Urlaubern auch einen kleinen Einblick in unsere Technik geben. Denn das ist ein sehr seltenes Handwerk, das hier auf historischem Boden steht. Und es ist sonst in Deutschland, gibt es nicht viele Orte, wo das zu sehen ist. Das ist das Hauptanliegen. Das Besondere an dieser Form ist, es ist dem Jugendstil etwas angelehnt. Das ist zurzeit eine Modeerscheinung. Leider müssen wir oft den Wünschen der Käufer entgegenkommen und zum Teil sogar von unserem typischen Lauscha-Stil weggehen, weil wir überleben müssen. Das ist eine ganz großartige Sache. Aber für uns hier an der Flamme, da ist das Runde, da ist das Abgeschmolzene, da wird nichts abgeschnitten. Unser Glas kann man anfühlen, das ist eine Flüssigkeit. Glas ja eine unterkühlte Flüssigkeit. Hier ist Glas im Charakter ausgeschrieben. Da sind die wieder, das machen unsere Kollegen in Böhmen in der Tschechei, die wirklich optisch und in Reinheit des Glases, auch Bleiglas, ganz herrliche Sachen bringen. Aber das sind mehr so, wie soll ich sagen, für Leute, die viel Geld haben, für Sammler, für Museen. Wir sind immer noch mit unserer Ware in Preisform, dass es volkstümlich ist, noch zu erschwingen ist. Diese Spitzen, diese, so viel sie ausdrücken in Glas ist ja nun Sand, Soda, Kalk, das sind Kristalle. Und hier werden diese bunten Kristalle wiedergebracht in einer Reinheit und Schönheit. Das ist einmalig. Nur es ist eben, wie gesagt, für Sammler nichts für Schwolk. Unsere Arbeit als Glasbläser ist ja nicht alltäglich. Und es wird immer, man hat immer wieder Freunde von früher und auch Gäste, die hier in unseren Thüringer Wald nach Lauscha kommen, die sich für das Glas interessieren und so kann man immer wieder Freude machen damit anderen. Und ich selbst habe ja auch Freude damit. Aus nah und fern, zwischen Frankfurt und Dresden, zwischen Flensburg und Kufstein. Der Besucherstrom hier zum Lauscha Kugelmarkt reißt nicht ab, mittlerweile 15 Minuten vor 16 Uhr. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen für Lauscha, für die Bedeutung unserer heimischen Christbaumschmuckindustrie. Weiter so. Hallo,